Immer noch 38% der Frauen haben keine zweite Säule und die meisten Frauen keine dritte Säule. Das heißt, sie sind ökonomisch in einer gewissen Abhängigkeitssituation, denn die Armut im Alter, die ist weiblich geprägt. Und das liefert natürlich die Frauen noch mehr der gesellschaftlichen Gewalt aus. Es gibt eine Studie, die ist noch nicht offiziell, die hat der Bund in Auftrag gegeben. Sie trägt den Titel Gewalt im Alter verhindern. Und ich denke, es braucht mehr als diese Studie. Es braucht einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt im Alter.